mag sein, ich habe einige Leute privat informiert. An sich hätte ich schon gedacht, dass die kommen, weil die früher oft auf uns oder öfter auf unseren Führungen waren nach der Wende. Damals machten sich die Leute noch Hoffnung, dass es besser wird vom Goldenen Westen aus. Ich konnte diese Sichtweise damals nicht verstehen und nicht begreifen. Die Realität der Politik hat meine Sichtweise bestätigt. Wenn man ein halbes Land 45 Jahre lang bemuttert und sagt, unsere lieben Brüder und Schwestern im Osten, und dann verkauft man für eine Mark den deutschen Grund und Boden, da muss ich mich schon wundern. Und dass ausländische Konzerne kein Interesse haben, dass uns gut geht und die Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass wir bei uns keine Steuern zahlen, gar keine fast, weiß ja jeder. Man muss sich nicht wundern, was passiert ist. So kann es nicht gehen. Und ich hätte mich gefreut, wenn auch aus Thüringen einige Leute da waren, da gewesen wären. In der Führung heuer am Steinert war eine ganze Gruppe noch da. Und die haben sich so gefreut, wo ich gesagt habe, dass die in Thüringen früher bessere Schulen hatten, wie wir heute in Bayern. Ich spreche vom Fach, ich war ja schließlich Lehrer. Man muss die Dinge sehen. Und das ist einer der Gründe, dass ich sage, bei uns im Westen ist so wenig Wissen über die Gegend, die Landschaft, wo unsere Brüder und Schwestern ja waren und sind. Und wir wissen nichts drüber. Meine Damen und Herren, und damit möchte ich mitten rein in das Vorgeschichtliche, in das Frühgeschichtliche, was ich euch heute sage, kann ich beweisen. Und ich werde euch erst an erster Stelle etwas über die Mythologie sagen, ein paar kleine Zusammenhänge, wo wir uns befinden. Auf der Landkarte habt ihr gesehen, wer vom Westen her kam, also wo der Kilian steht hier, von Röhm hielt, der schaut rüber. Im Herbst ist es wunderschön, wenn die Sonne untergeht, da scheint die Abendsonne auf die beiden Gleichberge. Sie heißen deswegen auch ein bisschen Gleichberge, weil sie ganz gleich schillern und glänzen im Abendsonnenschein. Wer von Osten her kommt, von Hildburghausen, der sieht in der Morgensonne, wenn die Sonne aufgeht, die Sonne, das wissen sogar bayerische Schüler, geht im Osten auf, scheint auf die beiden Gleichen und die beiden leuchten, hallo Frau Kollegin, und die scheinen wieder auf die beiden Gleichen. Das erst einmal zur äußeren Ost-West-Orientierung, das wird heute noch hier und da eine Rolle spielen. Genau exakt im Süden von uns, hinter diesem Museum, liegt also der sogenannte Große Gleichberg und er ist wie ein Oval von Ost nach West, West nach Ost gestreckt. Genau im Norden von hier ist der kleine Gleichberg, wo wir heute hingehen. Und über den wollen wir heute an erster Stelle geomantisch, dann von der Natur her, hallo, von der Natur her und vor allem aber auch über das Wissen der Alten etwas erzählen. Viele von Ihnen wissen, weil ich jetzt schon dreimal darüber referiert habe, auf vergangenen Veranstaltungen, mir ist es geglückt, mit unendlich viel Rechenarbeit die letzten 3 Monate die Scheibe von Nebra weiter zu entschlüsseln. Ich kann absolut sicher nachweisen, und hoffentlich sind ein paar Mathematiker oder Physiker oder Leute da, die mit Winkelfunktionen und so weiter umgehen können. Ich kann absolut sicher beweisen, aus den Dimensionen der Scheibe von Nebra, den kleinen Rundlingen, die da drauf sind, deren Umfang, Durchmesser und Fläche im Durchschnitt, die sind unregelmäßig in der Größe. Besser konnten es die Leute damals mit ihren Werkzeugen noch nicht schaffen. Aber im Durchschnitt
haben sie genau einen Durchmesser von 1,12 cm. Genau 10-mal so groß ist der Durchmesser der Sonnenscheibe. Und das weißt du, ein Kreis berechnet sich aus dem Durchmesser mal Pi. Heute. Die früher haben es genauer gekonnt. Die haben es wirklich genauer gekonnt. Und das beweisen die Maße. Die haben den Durchmesser genommen, geteilt durch 0,3183. Wird genauer wie mit Pi, weil Pi ein unendlicher Bruch ist. Und die können noch 1000 Bruchstellen nach dem Komma berechnen. Wird es auch nicht ganz exakt. Die Alten haben es genauer gekonnt. Diese Zahl, die ich genannt habe, 0,3183, entsteht nämlich aus dem sogenannten Urmaß der abendländischen Menschheit, wie es Machalet nannte. Ich habe das rausgerichtet aus der Scheibe von Nebra, nämlich der Umfang der Sonne ist wieder der Durchmesser der Scheibe, von Nord nach Süd. Ist 31,83 cm. Und wenn du diese 31,83 cm mit Pi multiplizierst, hast du genau einen Meter. Wenn du das Meter teilst und wieder als Durchmesser nimmst und so weiter, kommst du ins Unendliche. Und jetzt das Geheimnis, aufgrund dessen die Alten das mathematisch machten. Und so einen Beweis kann ich euch heute oben zeichnen, von einem uralten Wodan-Stempel vom Grundriss, wo die Quadratur des Kreises erhalten ist. Von einem Professor Götze ausgegraben, der war auch hier sehr tätig im Keltenmuseum. Der hat 1935 bis 40 da oben die Michaelskapelle ausgegraben und ist auf zwei Fundamente gekommen. Und damit ich euch keine falschen Zahlen sage, habe ich es mir aufgeschrieben. Etwas, was ihr von mir wahrscheinlich kaum kennt. Ich habe es ja auch im Kopf, aber es könnte ja sein, das nicht mehr zusammenbringen. Zusammenbringen heißt es auf Fränkisch. Ach ja. Ich will damit nur sagen, dass wir hier an einem ganz heißen Punkt sind. Und jetzt komme ich nochmal auf Hildburghausen im Osten, wo ich vorhin sagte, wo die Sonne aufgeht, von hier aus gesehen. Und Röhm-Hild, horcht mal in die beiden Ortsnamen rein. Röhm-Hild und Hildburghausen. Die Hilde, Brunhild, kennt ihr, das ist die glänzende, die brennende. Die Brünne wird ja immer im Nibelungenlied herausgestellt. Die Gold, Rot-Gold glänzende. Das ist genau das Rotgold, wie der Sonnenschein frühmorgens in einer Waldlandschaft oder auf eine Heidelandschaft erweckt. Und abend auch. Der rote Sonnenschein. Die Brünnhilde ist die brennende Hel. Denn Hilde ist nur ein Teil lokaler Name für Hel. Und die Hel kennt ihr alle aus dem Märchen von der Frau Holle. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen und das machen wir hier in der Hoffnung, dass uns noch ein paar Leute finden, dass sich niemand wehrt. Aber ich kann das nicht alles im Wald erzählen, die Wege sind zu schmal und da oben muss ich euch erst einmal Geomantisches erzählen, bis wir ganz auf der Höhe von 641,5 Meter sind, auf der Höhe vom kleinen Gleichberg. Das Märchen von der Frau Holle hat eine Bechmarie und eine Goldmarie. Ihr kennt's. Wer es nicht kennt, möge es bitte nachlesen. Es gibt verschiedene Schriftsteller, die das nicht nur die Gebrüder Grimm. Ich mache hier an dieser Stelle, und die ist da dafür prädestiniert, diese Stelle, da hat nämlich ein gewisser Ludwig Bechstein deutsche Märchen gesammelt. Der hat vor zwei Jahren, oder drei Jahren ist jetzt schon her, seinen Jubiläumstag gehabt in Meiningen.
Und dieser Ludwig Bechstein, ich vergesse mal Frau Hehl nicht und Holle, dieser Ludwig Bechstein war der erste Direktor oder Vorsitzende, würde man heute sagen, vom hennebergischen Adelsgeschlecht hier in der ganzen Gegend, hennebergischen altertumsforschenden Verein. Und er hat 1832 begonnen, damals war das noch nicht üblich, diesen kleinen Gleichberg mit einer Vorstandschaft sehr rege und wissenschaftlich sehr engagiert im Geiste der damaligen Zeit, das zu erforschen. Und damals war ja die Zeit der Keltophilie. Also Philie heißt Liebe, Liebender. Die haben die Kelten besonders verehrt. Die wurden dann abgelöst so um 1865, 70 durch die Germanophilie, durch die Germanen. Liebe, heute haben wir die Afroamerikanophilie. Diese Leute haben ein unerhört hohes Verdienst erworben, indem sie Vorgeschichtsforschung schon betrieben und die Sachen geschützt haben. Dazu muss ich einiges ausführlicher noch erzählen. Nur sagen, dass auf Initiative von denen in Zusammenarbeit mit dem Herzog von Meiningen, Herzog sage ich, war, glaube ich, jetzt ein bisschen übergetitelt, also mit dem adligsten Höchsten von Meiningen, ich weiß nicht, was er damals war, genau, muss ich nachschauen, haben die in den 20er Jahren dieses Steinsburg-Museum errichtet, zur Ausstellung von all den Funden, die hier gemacht wurden. Und die haben vor allem lateinzeitliche und hallstattzeitliche Funde gemacht. Also aus der Zeit von, sagen wir mal ganz grob, von 1000 vor der Zeitenwende bis zur Zeitenwende. Die Sachen sind hier ausgestellt. Aber ich sage dreimal Vorsicht. Das Museum war schon vor der Wende sehr gut eingerichtet durch Privatinitiative von diesen Leuten. Aber dieser Verein war aufgelöst worden 1940 damals, wie solche Vereine alle, weil die dann unter gemeinschaftliche Verwaltung gestellt worden waren. Um nicht den Weg zu verlieren, da könnten wir uns auch verirren da oben, wenn wir nicht ein bisschen beieinander bleiben. Und ich will ja immer wieder was erzählen, darum rufe ich euch zusammen. Und wer schwach im Atem ist, der hat dann immer wieder eine Verschnaufpause. Ich muss natürlich dann reden, wenn ich nach Luft schnapp, dann wisst ihr es. Darum habe ich es aufgeschrieben, dass ich es oben auch noch weiß, trotz Sauerstoffmangel. Wir haben gesagt, die Frau Holle, die Bechmarie und die Goldmarie, die springen in den Brunnen, das heißt, sie springen ins Unbewusste. Wir springen heute auch ein bisschen ins Unbewusste und ich möchte euch dahin führen. In die Mythologie unserer Altvorderen. Aber ich will es jetzt genauer sagen, vor 6, 8, 4 bis 2000 Jahren. Bis vor 2000 Jahren älter. Und das kann ich beweisen. Machen wir es genauer. Ich habe abgeleitet Hildburghausen, hallo, und Röhmhild von den Hilden, von den strahlenden, glänzenden, der glänzenden, goldglänzenden, rotgoldglänzend wird es immer rausgestellt. Brünnhilde, ich sage, ich bin braun dabei, bräunlicher Farbton im Rotgold, erdhaftes. Denn die Frau Hehl, die Urgöttin der Megalithzeit, war eine Dreifache. Im Märchen sind uns nur zwei überliefert. Die Bechmarie, die noch das unreife Mädchen war, die nicht das Brot aus dem Backofen tat, die nicht die Äpfel, das Liebessymbol, zusammenlas. Und die Reife, die Goldmarie, die hinterher auch glänzte wie die Hehl, die eben schon eine reife Frau war. Jetzt muss ich nochmal in die Landschaftsmythologie gehen.
Diese ganze Landschaft hier können Sie auf der Landkarte sehen, sogar schon auf einer normalen Autokarte, so im Maßstab 1 zu 2, also 1 Zentimeter, 2 Kilometer. Da wirst du sehen, genau im Norden, also dort, ist der kleine Gleichberg. Wenn wir darüber gehen, über uns jetzt, über das Museum, zieht sich von Ost nach West der große Gleichberg. Und wenn wir weitergehen, genau 14,2 Kilometer, dann kommen wir zu einer Kirche, die etwas unvermittelt in einer ganz freien großen Waldlandschaft steht. Wenn Sie die Leute da fragen, wissen Sie nicht, warum die da steht. Das wurde verschlüsselt, verkahlt. Das ist nicht überliefert, ist auch nicht gewünscht. Und diese Kirche heißt Sankt Ursula. Und nun wissen wir aus mythologischen Forschungen den Hinweis, ursprünglich haben wir von der Frau Dr. Heidemarie Göttner Abendroth bekommen, nicht mit St. Ursula, sondern nur mit dem kleinen Gleichberg. Die hat gesagt, da muss doch die Urmutter, die dreifache Göttin, verehrt worden sein. Der schwarze Vulkankegel, denn es ist ja ein Vulkanberg, wo außen dann die vulkanischen Basaltgesteine, die schwarzen, abgebrochen sind, woraus die Wälle errichtet sind. Das Feuer, das ist der rote Anteil der Urmutter, das feurige, das Menstruationsblut, das ist die Frau im Alter, wo sie sich fortpflanzen kann, wo sie also Kinder bekommen kann. Der schwarze Ring, das ist die alte Mutter, die Hekate, die Kali, die das Leben wieder heimholt. Wie Storm, zitiere ich immer wieder, es sagte, eh du erwachst, nimmt dich die Mutter heim in die Nacht. Jeder wird da wieder dahin kommen. Aber die Alten glaubten, dass sie dann wieder aufersteht, dass sie wieder zum Leben kommt, und das ist die Weise, der weise Aspekt, und der ist auch da oben. Also die drei Aspekte haben wir, und trotzdem sind sie geteilt. Im Norden am kleinen Gleichen, nach Süden, da ist auch ein Basaltwall, und der ist von Ost nach West gerichtet, ist eindeutig ein Mondheiligtum gewesen. Es ist also der dunkle Aspekt des Neumondes, des Dunkelmondes. Es ist die dunkle Göttin, die dunkle Hel, die schwarze, was in der Bechmarie im Wort verkahlt ist. Also die Bechmarie, die dunkle Urmutter, nach dem Glauben unserer Ahnen, von Ost nach West, ein Mondheiligtum. Aber wir haben hier auch von Nord nach Süd eine Ausrichtung, und die geht runter zu St. Ursula. Wer ist nun St. Ursula? Das ist nur ein späterer Name der Aphrodite, der Liebesgöttin, der Venus von den Römern oder der Hel, dieses Teils der Hel, die im gebärfähigen Alter ist, die also Kinder bekommen kann. Die Goldmarie hat das Brot aus dem Ofen, und nach den Religionen im zweiten und letzten Tausend vor der Zeitenwende sind Kinder und auch der Sonnengott im Schmelzofen tief in der Erde entstanden und hier rausgekommen. Das heißt, die Alten glaubten, im Ofen von Mutter Hel, da wird das Brot gebacken, da werden auch die Kinder gebacken. Vielleicht geht manches Formbrot, Formenbrot, was heute noch die Bäcker machen, auf solches Wissen zurück. Da, wo die Kinder gebacken werden, hat eine junge werdende Frau, nämlich die Goldmarie, das Brot aus dem Ofen, damit es nicht verbrennt, damit es zum Leben kommen kann.
Denn Korn ist Brot und Brot ist Leben. Und dann ging sie weiter am Liebessymbol, hat es aufgehäuft. Und schließlich, damit sie ganz reif wurde, bevor sie auf die Erde zurückkam, wo sie herkam, hat sie doch immer die Betten ausschütteln müssen. Verstehen Kinder oft noch recht gut, ja, aber die Lehrer sind manchmal etwas ungeschickt, die eine Tiefenpsychologie studiert haben, die meinen, das ist der Schleier des Schnees, der alles unter sich begräbt. Im Winter ist ja die Natur tot obendrauf. Nein, meine Damen und Herren, die junge Frau, die Goldmarie, hat die Betten ausgeschüttelt. Das heißt, sie hat das Weiße ausgeschüttelt, ausgebreitet, damit sie ganz lebendig wurde, ganz rot. Denn ein junges Mädchen, eine junge Frau, hat früher im Glauben der Alten die Farbe weiß gehabt. In Ägypten noch so überliefert, bei uns überliefert, in den zwei letzten Jahrtausenden noch an Abbildungen sichtbar, farbigen Abbildungen, und überliefert durch unzählige Quellen. Das, was ich hier sage, kann jeder nachprüfen, also da ist nicht das geringste bisschen Fantasie dabei, sondern möge es bitte niemand in die falsche Kehle kriegen, ich mache hier keine Theologie, ich will niemand in seinem Glauben tangieren, sondern ich sage, was hier war und was wir heute noch sehen können. Und ich zeige euch nachher, was ist. Also nicht in die falsche Kehle kriegen und denken, dass der macht heidnische Reklame oder irgendwas, sondern ich zeige euch, dass die alten Heiden vor tausenden von Jahren in vieler Hinsicht bestimmt nicht dümmer waren wie wir. Bestimmt nicht. Und dieses Bild hier, oben vom kleinen Gleichberg, jetzt halte ich es mal so in die Richtung, großer Gleichberg zu St. Ursula, also vom jungen Mädchen, der weißen Göttin, des Aspektes des jungen Mädchens, der jungen werdenden Frau, die muss das Weiße abschütteln, den Schnee abschütteln, der fällt auf die Erde. Und dann kann sie als goldglänzende Goldmarie auf die Erde kommen und ganz Frau sein, ganz Weib sein, ihrer Aufgabe auf Erden nachkommen. Der Gegenpol ist der große Gleichberg mit der schwarzen Göttin. Denn was geboren wird, muss sterben. Diese Symbolik ist in dem Märchen von Frau Holle auch drin. Die ist noch nicht reif, die Bechmarie, die lässt das Brot verbrennen, schwarz. Die lässt die Äpfel verfaulen. Die schüttelt auch nicht ihr Weißes ab, kann sie noch nicht, weil sie noch nicht in dem Alter ist, wo man die jungen Mädchen seit abschüttelt. Und jetzt der Gedanke von der Frau Göttner, Heidemarie Göttner Abendroth, dieser Ethnologin, wo ich vorhin gesagt habe, die hat die Gegend hier auch sehr viel erwandert und die hat meine Frau Irene, hier steht sie, und mich vor ungefähr fast genau einem Jahr auf die Spur gebracht. Die hat nämlich gesagt, da gibt es doch in der Gegend hier ein paar Kilometer, habe jetzt schon Sauerstoffmangel. 5,2 Kilometer, genau da schräg runter, ist ein Ort, der heißt Bethheim. Bethheim von Beden, von den drei Beden in unserer thüringisch-fränkischen Landschaft. Im Alpenraum, in Tirol, Steiermark, Schweiz, Wormser Gegend, liebe Lungengegend, Soest, der Norden, der kennt der ganze keltoromanische Raum, Gallien, also was man heute als Frankreich bezeichnet, kennt die drei Mütter, die Kultur der drei Mütter, die Kultur der drei Beten. Unser deutsches Wort Beten kommt von den drei Beten. Und die St. Ursula ist eine dieser Beten, christianisiert. Die Frau Hel ist, die Helle ist eine der Beten, christianisiert.
zur Maria, zur Gottesmutter. Die alte Gottesmutter, die alten Darstellungen, die ältesten Marienstatuen, die Sie noch finden können in ganz Europa, da hat die Maria keinen blauen Mantel, da ist sie nicht die Himmelskönigin, sondern sie ist die Erdmutter, sie hat einen grünen. Darum habe ich das Bethheim einmal grün gemalt. Die Erdmutter hat einen grünen Mantel. Und wenn ich jetzt so mache, ich sage es nochmal, ich mache hier keine Theologie. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, sondern Ihnen altes Wissen zeigen. Verwechseln Sie das nicht. Wenn ich mich jetzt hier herstelle und gehe von Bethheim, das liegt genau da auf der Höhe vom großen Gleichberg darüber, gehe rauf zum Kleinen und runter nach St. Ursula, dann habe ich das Zeichen, ich zeige es euch auch, dann habe ich das Zeichen 4. Mach's nochmal vom Bethheim über den großen Ost-West, gehe darauf auf den Kleinen und gehe runter nach St. Ursula. Dies und nichts anderes war im ersten Jahrtausend vor Christi nachgewiesen und wahrscheinlich mehrere tausend Jahre vorher üblich. Genau das Gleiche, meine Damen und Herren, genau das Gleiche, das war der Glauben der Leute, wie es die Christen heute machen. Schauen Sie mal her, wenn wir uns bekreuzigen. Die christliche Kirche hat das alte hermetische Wissen der Vorzeit mit neuem Sinn erfüllt, oder sollte es jedenfalls tun. Ich vermisse das immer wieder, sage ich oft und lautstark. So bekreuzigen sich die Christen, auch 4, wie die 4 Enden vom Kreuz und so weiter, aber genau die Reihenfolge. Und da wird es jetzt interessant, denn man kann es fast nicht glauben, die Scheibe von Nebra in ihren Zahlenverhältnissen und Dimensionen zeigt ganz genau die alte, und jetzt sage ich das Wort, hermetische Mathematik oder hermetische Philosophie oder zeigt die alte hermetische Geometrie. Man spricht heute meistens Deutsch in diesen Dingen, nicht mehr so romanisieren, und sagt die verborgene Geometrie oder die geheime oder heilige Geometrie. Und diese heilige Geometrie ist absolut nachweisbar in den Maßen bis hin zum Grundmaß da oben vom Fundament unter der Michaelskapelle erhalten. Das sind 2 Fundamente und da wird es interessant. Und deswegen habe ich gesagt, braucht ihr euren Taschenrechner, sonst glaubt es nicht. Da sagte der, bringt einen Schmarrn her. Die Maße sind durch Professor Götze 1935 festgehalten. Du kannst sie sogar teilweise noch nachmessen oben. Also das ist kein Schwindel, sondern das Wissen der Alten war da und wir können es heute wieder entschlüsseln. Vor 3 Tagen hätte ich es noch nicht gekonnt, weil da bin ich erst durch die Berechnung eines Hünengrabes in der Kitzinger Gegend, wo auch so ein hallstattzeitlicher Wagen war, zur Wagenbestattung, draufgekommen, dass ja die Hügelgräber genau die Dimensionen haben, die man auf der Scheibe von Nebra finden. Und in der Grundlegung oder in der Grabkammer, in den Dimensionen, sind genau die Maße enthalten und die führen alle auf die Ludolfsche Zahl, also auf Pi. Durchmesser des Kreises mal Pi ist der Umfang, habe ich gesagt. Aber die haben es anders berechnet, wie ich vorhin sagte. Die haben das viertelste Machaletsche Urmaß genommen. Und das Machaletsche Urmaß ist das Maß der Sonne. Wenn du auf die Erde, Ost-West, da unten auf dem
großen Gleichwert einen 1 Meter langen Stab stellst, dann wirft am Tag des Frühlingsbeginns, am 21. März, und schon ein paar Tage vorher und hinterher, das sind minimale Unterschiede, wird der Schatten geworfen und er ist auf jeden Breitengrad verschieden lang. Ja, weil die Sonne ja verschieden weit vom Äquator weg ist. Hier auf dem gleichen ist der Schatten am 21. März von einem 1 Meter langen Stab genau 1,20,8 Meter. Und das ist das sogenannte Uhrmaß für hier. Das ist die Ortseinheit. Und wenn Sie die wahren Dimensionen der alten Gebäude auf die Ortseinheit untersuchen, dann kommen da fast immer ganzzahlig heraus. Warum? Weil die Alten die Quadrierung des Kreises konnten. Das habe ich vorige Woche und vor 2 Wochen mathematisch nachweisen können und jetzt mit dem Hügelgrab. Und darum habe ich gestern in einer Marathonsitzung mit meiner Frau zusammen mythologische Literatur wälzend. Ich könnte euch hier über das Thema 14 Tage berichten. Du kannst nicht glauben, aber du kannst nachrechnen und nachmessen. Denn ich will hier, habe ich gesagt, keine Glaubenslehre verbreiten, sondern wir wollen das Wissen der Alten zeigen. Sonst gar nichts. Und was die daraus gemacht haben, für geometrische Sachen und für geomantische, also wo es dann aufs Wohlbefinden, aufs Heilen, auf soziale Gesundheit und so weiter rauskommt. Ich will mich hier nicht unendlich verbreiten. Bevor wir weggehen, haben wir noch Telefon. Das nehme ich nochmal mit drauf. Oder kann das jemand tragen? Ich muss was zeigen. Da hinten ist schon eine. Ach, danke schön. Die Frau hat sich gemeldet da schon. Jetzt zerreißt bitte nicht. Wie Salomon das Kind. Ach nee, der hat es gerichtet. Was ich sagen muss noch hier, was ich jetzt hier nicht alles ausführen konnte, sage ich dann oben. Wenn wir also raufgehen und so verschiedene Stationen machen, da sind auch so Punkte vorgesehen, da erzähle ich euch dann was direkt zur Geschichte und wie das entstanden ist. Zur Hallstattzeit, Lateinzeit, Urnenfelderzeit und vor allem von den älteren Zeiten. Also das erste Jahrtausend ist ja eigentlich nicht viel anders gewesen wie heute, vor der Zeitenwende, sondern ich will euch vor allem von den ganz alten Dingen zeigen. Und da werden wir sehen, und Routengänge, nehmt eure Routen mit, Pendel oder euer Gefühl. Die haben Sperrwälle gebaut, genau im Quadraturabstand von dem alten Tempel, wo die Michaelskapelle drauf gebaut wurde. Ach, ich habe vergessen, die Frau Hohl, ich habe es halt immer näher mit den Frauen zu tun. Die Frau Hehl, die Frau Hilde, Hildburghausen und Römhild, die habe ich erklärt. Ich habe nicht erklärt, warum der Erzengel Michael seine Kapelle gekriegt hat. Der Erzengel Michael hat in der Zeit der Christianisierung überall seine Kapelle auf alte Wodansheiligtümer gesetzt. Und die Wodansheiligtümer waren nichts als die Nachfolger vom alten Hermes. Hermes Trismegistus, der dreifach Verschworene. Nein, der Hermes war auch eine Trinität. Du findest in dem alten Kult fast alles wie im Christentum. Fast alles, aber auf den Kopf gestellt. Oder sagen wir umgedreht. Der Erzengel Michael, wer ein bisschen sich in der Bibel auskennt, weiß, der bläst in die Posaune, wenn es jüngste Gericht ist. Diese Eigenschaft hat er auch, der Gott Hermes. Er steht mit feurigem Schwert oder Lanze. Hat hier dieselbe Funktion, die auch Hermes hatte. Er hatte seinen Hermesstab mit den 2 Schlangen rum. Der Erzengel Michael steht vor dem Paradies, damit die in Sündenfall gefallenen Menschen nicht mehr zurückgehen.
Genau, das ist die Schlange, die angeblich die Maria, nee, Entschuldigung, die Eva, die ältere Maria, verführt hat. Später sagen ja, die Eva hat die Schlange verführt. Bitte? Jawohl, genau. Nur eine Frau verführt einen Mann. Da geht hermetische Philosophie in Hülle und Fülle bei der Gnostik und so weiter im Altertum, wo zeigt, dass die damals auch schon so wie bei der Pechmarie und Goldmarie die beiden Schlangen hatten. Ich will das nicht ausweiten. Es würde unendlich interessant werden, sobald wir mehr davon wissen. Die Masse der Bevölkerung weiß da davon heute ja nichts mehr. Auch die Pfarrer wissen nichts mehr davon. Aber sie können es hier lernen. Und die Michaelskapelle wurde also da oben auf ein altes Heiligtum gebaut. Man kann es sogar sehen. Die haben nämlich den uralten sogenannten römischen Mörtel benutzt, wie du ihn in Trier sehen kannst, an den Kaiserthermen oder an den Barbarathermen. Ich habe mir sogar Bröckele mit heimgenommen, macht es hier nicht, es ist zu klein, dort fliegt der Lastwagenweise rum. Das ist kein römischer Mörtel, aber jeder Archäologe und Vorgeschichtsforscher, Frühgeschichtsforscher nennt ihn römischen Mörtel, weil die meinen, die Römer haben den erfunden. Nein, die Römer haben ihn benutzt, die haben ihn im keltischen Raum kennengelernt. Das kann man architekturgeschichtlich nachweisen. Schon in Britannia, wo erst doch 50, 53 vor Christi der Cäsar dann übergesetzt hat, angeblich hat er nur Sümpfe und Wälder gefunden, so wie es bei uns auch heißt. Überhaupt nicht wahr. Die hatten schon dort Thermen, die kannst du heute wieder besichtigen, auch in Irland. Im Übrigen wurde bis vor 3-4 Jahren noch gelehrt, dass die Römer nie nach Irland gekommen seien. Heute hat man schon 15 Stellen gefunden, wo ihre Bauwerke da sind, auf keltischen Grundmauern aufgebaut und vorkeltischen, genau wie da oben. Und der Mörtel bestand aus einem Gemisch von Kalkmörtel, also gebrannter Kalk, Lehm und Ziegelgruß, Ziegelbrocken. Die alten Ziegel haben ihn nicht einfach dumm entsorgt, sondern wieder benutzt. Das ist der römische Mörtel, das ist vorgeschichtlicher Mörtel, der überall, wo dann diese Kultur war, vorkommt. Auch da oben. Und jetzt auch in Bethheim. Wir haben ihn gefunden. Am alten Schloss in den Grundmauern kommt römischer Mörtel vor. Kein Archäologe würde sich versteichen und sagen, die Römer waren da in Bethheim. Wir wissen es nicht. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Sondern das ist der alte keltische Mörtel. Das sind Fakten. Ich habe ihn geglüht, ich habe ihn chemisch untersucht. Auch in Königsberg in Bayern, wo wir herkommen, ist überliefert, stand ein alter Heidenturm. Der ist angeblich im Jahr 476 errichtet worden. Glaubt kein Mensch mehr heute. Vor ein paar hundert Jahren oder was hat nicht der Blitz gespalten. Und in den Grundfesten, ganz unten in der Burg, ist genau dieser altkeltische Mörtel. Das heißt, wir haben archäologische Spuren und wir haben Maße. Und die Maße, das erzähle ich euch oben, dann werden wir sehen können, führen ganz genau in die hermetische oder geheime oder heilige Geometrie. Und deswegen ist es wirklich nicht zu viel gesagt, wenn wir sagen, hier die Nord-Süd-Linie, also kleiner Gleichberg, großer Gleichberg, St. Ursula, wo die Kirche steht. Dort, der nächste Ort heißt im Übrigen Sternberg. Na, so langsam gehen die Augen auf. Und nebendran ist Schwanhausen. Und die Sonnengötter, so wie Apoll von den Orkney-Inseln, der fuhr auf dem Schwanenwagen nach Delos, nach Griechenland. Hat dort das Frauenheiligtum ausgeräumt, hat sie unter die Erde verdrängt
und hat sich oben drauf gesetzt. Apoll, der Sonnengott, wurde mit dem Schwanenwagen gezogen. Und wir müssen jetzt weiter in die Mythologie einsteigen. Schon Walter Macherlet hat erkannt, dort ist auf Sulzfeld an der Lederhecke. Sulzdorf an der Lederhecke. Und der hat das Wort Leder, also Hecke aus Leder gibt es nicht. Aber wir Franken, Thüringer sagen halt Leder. Der hat gesagt, das ist die Leder gewesen mit der Zeus. Jetzt schaut mal in euren Geschichtsbüchern nach, wo denn der Apoll herkommt und die Leder. Apoll, ein Sonnengott, aus dem Stein geboren. Hier der Sonnengott Michael aus dem Schmelzofen, aus dem Ofen von Mutter Erde, aus dem Backofen gebacken. Wir haben hier die drei Beten, die drei heiligen Frauen, den Aspekt der heiligen Weiblichkeit. Gebahrt, gekreuzt, Ost-West, mit dem heiligen Sonnengott von damals. Wenn das keine mythologische Landschaft ist, dann zeigen Sie mir mal eine bessere, die finden Sie höchstens noch an den Externsteinen. Am Saint-Odilie, Rudengänger wissen das, am Odilienberg im Elsass, da gibt es auch, ich verrate nichts weiter, Uwe. Da gibt es auch verschiedene Linien. Von den Linien erzähle ich euch, das sind keine geomantischen Linien, sondern mathematische Linien. Und da schnallst du ab. Und die Geomantie hat es natürlich vorher schon gewusst, nehme ich an. Denn das ist Gefühl. Das ist die Weisheit von Mutter Erde selbst. Das Wissen der Natur. Aber der Mensch hat nachgerechnet. Der Mensch hat gerechnet und geschaut, wie er den Kosmos runterbringt auf die Erde. Das ist die Scheibe von Nebra. Ein Empfinden, ein mathematisch durchempfundenes Spiegelbild. Und hier haben wir in der Landschaft Ähnliches. Ich habe jetzt lange geredet, bevor wir jetzt vorsichtig und achtsam bitte da über die Straße gehen, bis zur ersten Station. Da erzähle ich euch was von den Ringwellen, der Länge, der Ausdehnung und einigen Geheimnissen, die da schon auffallen. Möchte ich fragen, wir werden also brauchen bestimmt bis 5:30. Da oben wird es kühler, ihr werdet nicht schwitzen, so kalt wie hier ist aber nicht. Heute, nehme ich an. Wir machen also immer wieder Station, wo ich euch was erzähle und dann werdet ihr Durst und Hunger haben. Wir wollten da reingehen, vor einem Jahr haben wir es schon gesagt, aber jetzt ist da eine große Hochzeit dazwischen gekommen. Ich sehe nichts, aber die kommen vielleicht später. Wir müssen jetzt da die 4 oder 5 Kilometer danach Röhm hinfahren, da ist rechts, gleich wenn man reinfährt, rechts in der Hauptstraße, gleich rechts, gegenüber dem Lidl-Markt, ein Hotel, Gasthof zum Hirschen. Und die haben gebeten, die haben also Grillwaren und Bratwurst und Thüringer Brady und so Kleinigkeiten halt bieten sie an, sehr günstig für uns. Und Getränke, Bier ist auch da. Hier sind die meisten da. Wer nicht sieht, möge gerne ein bisschen näher kommen, weil ich doch ein bisschen hier erklären möchte. Ich habe Ihnen unten nur einen ganz kurzen Einblick gegeben in die mythologische Landschaft, also in den Großraum zwischen Hildburghausen, Röhmhild, gleich St. Ursula bei Sternberg. Hier hat bereits seit vielen Jahren dieser altertumsforschende hennebergische Verein viel geleistet. Das könnt ihr euch, wenn ihr einen Spaziergang macht, selber durchlesen.
Das musst du nicht wissen, muss ich ja nicht referieren. Auf jeden Fall ging erst 1832 das an. Damals hatten sich auch schon andere Vereinigungen gebildet, zum Beispiel heute ist eine Frau aus Weimar da. Wo ist die Frau aus Weimar? Ja. Die waren die ersten Vorreiter in Deutschland. Und genau nach der Satzung, den Statuten von Weimar, wurde die Vereinigung hier gegründet und hat so weitergearbeitet, also mit dem Zweck der wissenschaftlichen Erforschung der Altertümer, des Erhaltens der Altertümer, nicht das, was ich immer mache und Irene, der Volksaufklärung. Überhaupt nicht. Die waren in sich, muss man fast sagen, ein bisschen eingekreist. Und der eine hat halt was geschrieben, der andere hat referiert. Es hat dieser vorhin genannte Ludwig Bechstein als Vorsitzender und Schriftführer, war der. Der war Literat und ein recht intelligenter und begabter, gebildeter Mensch. Der hat akribisch festgehalten, was in den Konferenzen, würden wir heute sagen, oder Vorstandssitzungen da besprochen worden ist. Da sind heute noch Dinge dabei, dass man nur staunen kann. Wer sich dann näher dafür interessiert, der kann nach Meiningen, da ist ein sogenanntes Literaturhaus, das ist nach einem dortigen Poeten auch benannt, aber unter Literaturhaus findest du es. Und wenn es offen ist, die haben so Schriften, gar nicht teuer. Da kannst du genaueres drüber erfahren. Aber das, was ich dir da erzählt habe und das, was ich weitergehend erzähle, wirst du dann nicht erfahren. Denn mit Geomantie und der Natur haben sich die überhaupt nicht beschäftigt, sondern die waren unvorstellbar naiv aus heutiger Sicht. Indem sie alles, was sie gefunden haben, und ich glaube, ich habe Grund dazu zu dem Glauben, dass da sehr viele Fälschungen dabei sind. Weil die Leute so altertumsbegeistert waren, wenn denen jemand als Hufeisen gebracht hat, dann haben sie da drin schon den Helm von dem und dem gesehen. Jetzt überspitzt gesagt. Ich glaube, dass sich mancher Dorfschmied hier ein gutes Zubrot verdient hat, weil dann in dem Vorstand ein Wettbewerb auftritt, wer die größte Sammlung hat. Denn die haben es privat gesammelt. Bei sich zu Hause. Ein Dr. Jakob und ein so weiter. In aller Ehre für die Leute. Aber wir müssen das mit wissenschaftlich äußerst vorsichtigen Augen anschauen. Und wer das Steinsburg-Museum da drüben anschaut, es ist sehenswert, aber die Beschriftung war vor der Wende haushoch besser. Also die Beschriftung ist heute so im Niveau gesunken und da sind auch Sachen drin, ich habe die nachprobiert. Ich erzähle nämlich nicht gerne was weiter, was ich nicht probiere. Du bist Zeuge, wenn ich sage, dass die Scheibe von Nebra mit einem Steinbohrer gebohrt werden konnte, rausgebohrt, das habe ich probiert, er hat die Bohrer gesehen. Ich habe auch so die Einrichtung, ich habe das alles gemacht, mit einfachster Weise. Ich habe die Goldauflagen also probiert, wie man das hinschmelzen kann und so weiter. Das ist alles naturtechnisch real überprüft. Und ich habe auch das, was da unten ausgestellt ist, überprüft mit dem Bronzegießen. Also so kann es nicht gewesen sein. Das hätte die Formen in 1000 Fetzen zerrissen, so wie die das da demonstrieren. Das haben Leute gemacht, die haben niemals irgend so etwas ausprobiert. Und bevor ich sowas sage, auch das alles, was ich euch sage, ich habe sogar den Vierer so rumgedreht, das habt ihr gesehen. Im Übrigen hat mich gerade, Dankeschön dafür, jemand darauf hingewiesen, dass im Hebräischen die Bezeichnung für die Zahl 4, sagen Sie es bitte nochmal, das ist genau der ägyptische Gott Tod, der vorher Ptah oder Ptach hieß. Und das ist da halt eingeflossen. Und das heißt 4, nichts anderes. Das ist die hermetische Quadratur, zu der wir da oben kommen. Und die hier waren noch schlauer,
die haben kein Quadrat dazu gebraucht, denen hat schon ein Rechteck genügt. Genau wie ein rechtwinkliges Dreieck, was gerade Pythagoras noch kapiert hat, wenn er aus dem Norden hier die Mitteilungen bekommen hat, hat er gerade noch verstanden und gelehrt als Satz des Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. So brauchst du nicht die Pyramide, wie sie Mahalet gefunden hat im Altertum. Also das doppelte rechtwinklige Dreieck. Die Sachen sind unendlich wichtig, aber jetzt zur Sache. Wir sind jetzt also hier, Tafel 1. Es gehen hier verschiedene, das ist zerstört zum Teil, weil hier Basaltabbau war, bis lange rein in die Zeit. Da haben Firmen aus den vorhandenen Basaltsteinen Pflaster, Schotter und Rolliermaterial gewonnen und verkauft, gewonnen. Auch hier oben, da vor allem, sind also erhebliche, auch hier, Abbrüche. Und die Funde, die da unten sind, sind alle aus dem Wall Material bzw. aus dem Weg gefunden. Und da ist schon das erste Geheimnis. Die Wallanlagen zusammen, das sind unheimlich breit. Selbst wenn ich sie nur mit 4 bis 6 Meter Höhe und Durchmesser Dicke rechne, kommen wir schon auf Dimensionen, die an die Cheops-Pyramide an Materialinhalt gehen. Aber die sind viel größer und was fehlt, will ich gar nicht davon reden. Viel auffälliger ist noch die regelmäßige Art, wie die aufgeschlichtet sind. Und zwar sind die alle von innen nach außen wie Finger. Ganz harmonisch wie Finger aufgeschlichtet. Die sagen, ja, die Pflasterer, die die Pflastersteine gewonnen haben, die haben das so aufgeschlichtet. Nee, du findest dort keinen einzigen Stein und das kannst du am Basalt, auch das musst du probieren, bevor du sowas sagst. Du findest keinen einzigen Stein mit Schlagspuren. Diese ganzen alten Wälle sind zum Teil so überwuchert, die wurden nie umgesetzt in den letzten Jahrhunderten. Da wurden nicht im 19. Jahrhundert Pflastersteine gewonnen, sondern die waren so gefingert. Nur dort, wo so gefingert war, hier an der Stelle, da nämlich genau, haben sich die Pflasterer dann in diese Zwischenräume gesetzt, haben die Steine genommen und haben die beklopft. Und so ist auch überliefert. Es wurde also hier ein Gutteil schon zerstört, bis es dann eingestellt wurde. Und da wurden also sehr viele eisenzeitliche, hallstattzeitliche, lateinzeitliche, fragen Sie, wenn Sie nicht wissen, wann das ist. Lateinzeit ist so ungefähr von 450 bis Christi Geburt, genau genommen bis 15 vor. Die Hallstattzeit wird hier datiert so von 900, 850 bis zur Lateinzeit, also bis 450, a 400 Jahre. Vorher ist die Urnenfelderzeit. Und da ist schon das erste Rätsel. Wozu haben die an dem ganzen Hang, und ihr werdet es nachher sehen, wozu haben die an dem ganzen Hang so fingerförmig, so riesen Stein, wie eine Hafenanlage, rausgebaut? Und für mich das noch größere Geheimnis, wie kommt in diese Anlagen rein, in das Gestein, all dieses Eisengerät? Eisen war damals sehr teuer. Es war sehr teuer, Eisen, weil die Bronze das übliche Gerät war, aber Eisen konnten die Kelten und die hallstattzeitlichen Leute bereits, so wie Tamast, Zehner Stahl, immer wieder wenden, schmieden, das außen an der Oberfläche Kohlenstoff reinbrannte beim Erglühen, dann haben sie wieder umgeschmolzen, dann hast du schon 4 Schichten, das hast du wieder geglüht, dann hast du schon 8 Schichten, dann wieder geglüht und umgeschmiedet, hast schon 16. So haben sie bis das gezählt, Dünnschliff, also einen Durchschnitt, Querschnitt gemacht, die haben bis 1800 Schichtungen gemacht, die alten Kelten, wird heute wieder nachgemacht. Und so wertvolles Zeug, auch landwirtschaftliches Gerät, haben die da in Hülle und Fülle unter den Steinen. Seit damals ist praktisch nichts mehr gefunden worden. Das liegt jetzt. Wie kommt das da rein?
Da erklärte wirklich damals die Wissenschaft, da hätten die hier am Innenwall Verteidigung gehabt, der Feind wäre angerückt und der ist eingestürzt und hat es zugedeckt. Also wenn so ein Steinwall aus solchen Brocken, größere sind es gar nicht, einstürzt, wo sollen da die landwirtschaftlichen Geräte in solche Menge, die Schwerter, die Fibeln, also all die Sachen, wo sollen die da reinkommen? Und legt sich dann das in so schöne Formen? Also das wäre mehr wie Zauberei. An solche Märchen kann ich nicht glauben. Und wenn Sie sich das anschauen, werden Sie es auch nicht mehr glauben. Das kann nicht sein. Der Lehrmeinung nach ist in der Urnenfelderzeit der Berg oben besiedelt worden. Da sei eine hohe Mauer gemacht worden, ein Stück davon ist rekonstruiert nach Meinung der damaligen Wissenschaft. Die ist absolut unhaltbar, wiederhole ich. Die anderen Mauern seien eingefallen und liegen deswegen so da. Es sind 8,5 Kilometer Mauerwerk. Erst relativ spät ist hier ein Vorwerk gebaut worden, da kommen wir direkt hin. Das heißt, Grabenbrunnenanlage, weil die immer meinen, da hier wäre Wassermangel gewesen und wenn das eine Befestigung war, dann haben die doch Wasser gebraucht, vor allem für die Leute. Es ist kein Hinweis, dass es eine Befestigung war, wenn man das zusammendenkt. Und Wasser gibt es hier auch oben in Hülle und Fülle. Unsere erste Meinung war, wie wir die ersten Mal begangen sind, deren Problem war, wohin mit dem vielen Wasser? Denn Gleichberg ist auch ein germanisches Wort, Gleis, Glich, Gleisen, Glitzern, ist auch ein Wasserwort. Aber die hatten mit zu viel Wasser, nicht mit zu wenig zu tun. Und wir haben gedacht, die haben das Wasser, damit es runterlaufen konnte, da von dem Bereich, nicht von der Höhe, sondern von dem Bereich. Darum haben die da so Gassen gemacht, dass das Wasser abfließen kann. Im Übrigen, im Feind können wir es ja nicht einfacher machen, solche Gassen da außen durch, eine neben der anderen, so alle. Nee, der kann doch da einmarschieren, ohne Hinderung. Aber da mache ich auch Angreif. Ja, nee. Das ist ja ein Witz. Wir haben viel darüber reflektiert, sind in uns gegangen, sind in die Mythologie gegangen und sind zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen. Aber das erzählen wir auch oben mehr. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also eher haben die das Wasser runtergelassen, als dass die Wassermangel hatten. Aber jetzt muss ich auch erklären, Grabenbrunnenanlage, jawohl, ganz spät in der Lateinzeit, das ist nämlich der jüngste Wall. Da drüben sieht man ihn noch ein bisschen. Da läuft ein Stückchen noch. So rum. In der Lateinzeit war da unten offenbar bis ungefähr 400, also 50 Jahre, 100 Jahre lang vielleicht, sehr dicht hier besiedelt. Man hat unheimlich viel Hügelgräber und Spuren gefunden. Und vorher war hier innen gar nichts besiedelt. Es war immer ein Heiligtum. Heiligtum in Kirchen wohnt man nicht. Wir sind zu der Meinung gekommen, wie dann da sehr viele Leute waren, haben die den Wasserreichtum ausgenutzt. Und noch heute hat Röhmhild, wer daherfuhr von Röhmhild, hat ganz viele Brunnenanlagen gesehen im Wald am Straßenrand. Hat heute noch seine Wasserversorgung mit sehr gutem Wasser. Es kommt hier sehr gutes Wasser, was also heute noch benutzt wird und genauso nach drüben. Die haben später, wie die Bevölkerung sehr dicht war, sagen wir mal bis 400 vor der Zeitenwende, haben die also auch viel Wasser gebraucht. Ob die so eine Bäderkultur hatten, bis dann die Römer von den Kelten übernommen haben, ich habe mich nicht versprochen, weiß ich nicht, ob das hier auch so war, wie im Rheinland und in Gallien. Aber die Tatsache ist, das Wasser wurde erschlossen und ich will euch ja heute einiges Geomantische erzählen. Du wirst selten eine Waldabteilung finden, dort machen wir nachher wieder an der nächsten Tafelstation, wo du so schön mit der Wünschelrute üben kannst und Bäume sehen,
die eichenartig gewachsen sind. Die haben alle unten einen Knubbel, wie ein dicker Pilz, und da wächst dann der Stamm raus. Und dieser Knubbel unten ist, so wie oft, wenn Bruchzonen, Reizzonen, Wasseradern durchgehen, gespalten. Da friert der Baum auch oft auf und so weiter, mit all den Folgen. Das kannst du hier so oft sehen, dir werden die Augen übergehen an eigenartig gewachsenen Bäumen, und die zeichnen alle ausnahmslos oben, also wenn du ein Foto hast, einmalig, da sind Bäume dabei, die wachsen, also ganz krumm unten, nach so, nach rauf und dann waagrecht rüber, dann versucht er wieder rauf zu wachsen, wächst er wieder runter und so, weil da Flächenstrahlung oder was durchgeht. Alles geomantisch. Manifest. Es ist ein unerhört starker Ort der Kraft da oben. Und ihr werdet es merken, wenn wir darauf gehen, wir haben ein Stück, wo wir schwer gehen. Das liegt jetzt noch vor uns, darum machen wir hier auch längere Rast. Auf schlecht geomantisch, radiästhetisch schlechtem Gelände werden wir müde. Die Alten haben Höhenwege angelegt. Überall. Der Thüringer Rennsteig. In Franken der Rennweg. Die Altstraßen, wo es ging, haben sie die ganz oben auf der Höhe geleitet. Da gehst du leicht und locker und wirst kaum müde. Das haben die ausgenutzt. Wenn wir also dann weitergehen, kommen wir auch, dann werdet ihr euch auch anders fühlen. Aber schaut vor allem die Bäume an. Wir werden dann auf ein paar hinweisen. Aber mir geht es heute vor allem darum, dass wir das erspüren. Darum sage ich, das vorher, wenn du darauf gehst, dass du wirklich ab und zu deinen Mund hältst. So schön es ist, ich rede auch liebend gerne, ihr hört es ja, mit anderen auch, jetzt predige ich euch hier an. Aber ich rede auch gern, aber stell mal dein Reden zurück und horche in die Sprache der Natur. Dann wirst du merken, was da oben für Kraft dort ist, ich zeig's euch ein bisschen, da kannst du dich hinsetzen. Und dann gehen uns die Augen auf, wo die Alten den Kult dorthin gemacht haben. Und warum? Ich will abschließend sagen, wir kommen also durch geomantisches Höllenfeuer. Nicht? Hat nichts mit der Hölle zu tun, auch nicht mit Feuer, sondern wo wir wirklich uns äußerst unwohl fühlen, praktisch von unten durch die Information negativ geschossen werden, beeinflusst werden. Und wir kommen an wunderbare Plätze, vor allem da vorne. Und da vorne ist also diese Michaelskapelle, jetzt sage ich es gleich so wie es war, Hermes-Tempel, genau wie die alten Matronentempel im galloromanischen Westen und Südwesten, bis Köln rauf und weiter. Und da geht genau im Abstand der Quadratur des hermetischen Quadrates. Das erkläre ich oben genauer. Ein Wall rüber, und den haben die auf den positivsten Platz gelegt. Ich behaupte, die haben die Größe von dem Tempel genau nach der Geomantie des Ortes ausgewählt und waren damals schon in der Lage, das zu berechnen. Ich bin es erst wirklich seit 3 Tagen. Und habe mich jetzt seit Monaten damit beschäftigt. Die Quadratur des Kreises ist ja in Glauben der Mathematik nicht möglich. Ich sage, der heutigen Mathematik. Die hatten einen Weg gefunden. Aber dieser Weg geht nicht mit allen Größen. Also du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, mein Fahrradreifen, und jetzt quadriere den normal. Das geht nur dann, wenn es ganzzahlige Vielfache von Teilen sind, zum Beispiel 4 dividiert durch Pi, ist 1,2732. Das ist das Machalische Urmaß und das kommt hier vor. Und das ist in Beziehung gesetzt zum Maß des Ortes, wo ich vorhin sagte, ein Meter hoher Stab und die Sonne am ersten Frühlingstag drüber, macht hier eine Schattenlänge von 1,20,8 Meter. Und die beiden Maße, beide sind von der Schiefe der Sonne, von der Ekliptik abhängig, und von der Lage des Breitengrades. Und von dieser
Maßeinheit, die haben die miteinander geschickt kombiniert, konnten die Kreise quadrieren. Nimm einen Kreis, hast einen Taschenrechner da, drücken wir mal durch, tippen wir ein, 1,2732 Meter. Das dividierst du oder schreib das auf. Du wirst süchtig, wenn du das einmal begriffen hast, weil du die Quadratur bis ins Unendliche fortsetzen kannst. Und ich sag bis ins Jenseits. Und das war der Glaube der Alben. Die hatten eine mathematische Religion. Wenn du das, ja, wenn du das 1,2732 Meter durch 0,3 durch 0,3183 dividierst, durch 0,3183 dividierst, kommst du auf selbe Ergebnis, als wenn du den Durchmesser mit Pi multiplizierst. Das weißt du, so lernst du es in der Schule, den Umfang zu berechnen. Und dann, ich verrate es jetzt nicht, was rauskommt, dann wirst du staunen, was der Umfang ist. Hast du es immer gedrückt? Und dann rechnest du die Fläche von dem Kreis aus. Wenn der Durchmesser 1,2732 Meter ist, dann ist die Fläche auch genau 1,2732 Quadratmeter. Und auf dem System, und wenn du die Hälfte davon nimmst, und ein Viertel, so ist die Scheibe von Nebra aufgebaut, mit all ihren Elementen. Auf dem System funktioniert die hermetische Mathematik. Da kommst du, wenn du Tabellen aufstellst, du hast ja gesagt, du hast den Boden unter den Füßen verloren und ich war auch manchmal dran, dann habe ich jemanden angerufen, weil ich nimmer geglaubt habe, dass ich noch weiß, wo oben und unten ist. Es ist unserem Denken so anders, aber beweisbar. Und berechenbar und nachrechenbar. Und das sind also die Dinge, die sind nicht bestreitbar, sondern das war das Wissen der Alten. Und das sei noch gesagt, so viel erlaubt mir bitte noch zur Scheibe von Nebra. Die ist ja astronomisch um 3100 gemacht. Astronomisch. Wann sie im Metall gemacht wird, weiß ich nicht. Aber die Werte, die sie enthält, sind 3100 vor der Zeitenwende. Dann ist der linke Randstreifen angebracht worden. Der hat für einen anderen Breitengrad, nicht für Nebra, die Werte, die kannst du auch genau ablesen. Mondwenden, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende. Und der ist gemacht, der linke Randstreifen ist gemacht für die Breite 47,11 Grad. Das ist genau der Ergänzungswinkel zu Compostela, einer Sternenstraße. Und dieses Maß ist da eingetragen, die haben das drauf gemacht, wohl ist dann um die Zeit auch die Scheibe hergestellt worden. Das ist technologisch ohne weiteres möglich. Ein Ötzisal Kupferbeil ist ja noch 1300 Jahre älter. Ist aber reinerer Kupfer und da ist schon ein wenig mehr Zinn drin. Aber das kann auch bei der Herstellung gewesen sein. Also diese Fakten seien immer festgehalten, die haben das damals gekonnt und mit diesem Wissen bin ich an Kreisanlagen rangegangen, astronomische, auch Goseck. Goseck wird von der Wissenschaft auf 4800 bis 5200 vor der Zeitenwende eingestuft. Und es ist ganz genau aufgebaut in den hermetischen Maßen wie die Scheibe von Nebra. Das heißt, die Mathematik war um 6000 vor Christi und ich sage um 8000 vor Christi auch schon wohlbekannt und zum Einsatz da. Wir haben es verloren in der schrecklichen Zeit des Witterzeitalters im letzten Jahrtausend vor der Zeitenwende, wo nur noch Krieg wichtig war. Das Ego in den Mittelpunkt, ich bin, das Witterzeitalter hat ja die Botschaft, ich bin, steht ja auch in Dingli, am Tor, stand, ich bin.
Ich, nur das Ich war wichtig. Und wenn nur noch das Ich wichtig ist, geht alles Wissen, alle Harmonie, alles Gute verloren. Das Ich ist auch wichtig, aber nur im Verhältnis zu meinen Mitmenschen, nicht allein. Und dadurch sind die vielen Griechen gekommen und die Griechen haben die Möglichkeit der Bildung kaputt gemacht und das Wissen ist verloren. Und der Zusammenhang des Wissens bis heute ist verloren und darum sprechen wir heute von hermetisch oder geheimer Mathematik. Nein, das war ganz offen, nur für uns ist heute geheim, weil wir es nicht mehr verstehen. Aber jetzt können wir es wieder verstehen. Mit dem Ich Bin, muss ich mal überlegen jetzt, das Ich Bin ist ja eigentlich ein göttliches Prinzip, während wenn der Mensch dieses Ego nach außen bringt, da heißt das Ich Bin Ich. Ja. Der Mensch also dieses Ich Bin eigentlich mehr so auf ich, sich selbst richtig bezieht. Ne? Aber Sie dürfen nicht vergessen, dieser Gott oder diese Götterstruktur, die dieses Ich Bin, der Ich Bin sagte, der sich sogar so definiert nach dem uns überlieferten Wort, ist aus dem Witterzeitalter. Ja. Es ist ein Gott des Witterzeitalters. Der war vorher weiblich. Drei Jahrtausende vorher war der Saturn weiblich. Da war es die Dunkelmondin. Da war die genau dort gesessen auf dem großen Gleichberg. Und da hat die nicht gesagt, ich bin, sondern, wie hat man im Stier gesagt? Mensch, jetzt. Das ist nicht selber falsch. Ich kann es nicht sagen. Ja, ja. Im Zwilling hat man gesagt, ich denke. Ja. Da haben die Leute noch was gedacht. Im Stier, ich habe. Ich habe, ja. Ich habe, hat man im Stierzeitalter gesagt. Die waren auf den Besitz schon stolz. Ich habe. Aber nicht nur materieller Besitz. Auch die Quadratur des Kreises ist ein Besitz. Wenn man das weiß. Oh Gott, gar nichts. Jetzt ich glaube. Offiziell heißt die Devise des Fischezeitalters, ich glaube. Aber darüber habe ich am Steiner gesprochen, du hast es so schön aufgezeichnet. Das Fischezeitalter, das christliche Fischezeitalter, hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Das hat mir auf den Kopf gestellt. Das habe ich unten vergessen. Die Legende geht doch, dass der Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Die Legende, sage ich, das ist nicht die theologische Lehre. Aber die wird wahrscheinlich stimmen, die Legende. Denn die haben das alte Wissen vom Hermes auf den Kopf gestellt. Die wissen nichts mehr. Es muss jeder Einzelne anfangen, wieder das Richtige draus zu machen. Die Zeit haben wir vielleicht noch. Wenn die Geschichtslüge stimmt, wie also jetzt schon, möchte ich sagen, sehr viele Historiker nicht glauben, sondern nachweisen, dass die Karolingerzeit nicht gab, frei erfunden ist, wie alle diese Urkunden freie Fälschungen sind. Es fehlen in der Geschichte, in der Chronologie in Europa 297 Jahre. Und dann in der Frühzeit nochmal eine Phase. Und wenn wir die Zeit nützen, könnte ich mir vorstellen, dass auch das Fischezeitalter noch zu einem guten Ende kommt. Denn so kann der Wassermann noch beginnen. Und er ist am Ende da. Das zeigt die Scheibe von Nebra auch. Die Milliarden stehen da. Kannst du nachmessen und nachrechnen. Da fehlt was. Ich kann nicht sagen, es sind 297 Jahre. Ich bin ja auf 412 Jahre gekommen. Und von der Zahl gehe ich aus. Vom Sonnenstand damals, der da festgehalten ist, zum Mittelpunkt der Sonne auf der Scheibe von Nebra, zum Mittelpunkt des Plejadenhäuschens. Am 21. März. Das kannst du sehr genau berechnen. Und das müsste also 400 Jahre ungefähr später gewesen sein. Nicht 400 Jahre. Das heißt, es fehlt uns die Zeit. Aber ich schweife hier ab. Die Steine wurden dann Gott sei Dank eingestellt im Abbau, aber es hat auch ein negatives Ding gehabt, denn die Steinindustrie, die Menschen brauchen Steine für den Straßenschotter, Rollieren. Die sind dann über an den großen Gleichberg und haben gleich viel, viel besser abgebaut, Riesenmenge Löcher reingefressen, bis 1965, dann ist es eingestellt worden. Oh,
Oh, jetzt komme ich noch auf eins. Ich habe gesagt, das ist ein Mondheiligtum Ost-West und das ist für die ganze dreifache Erdmutter, die drei Beben. Da drüben sind auch solche männliche gewesen und die heißen im Volksmund hier noch Rentmauer. Keltisches Wort, kümmerisches Wort. Rinnrenran. Rinnen. Am Feld, wenn der Acker oben ist, dann haben die früher, das haben auch die Kelten gemacht, im Übrigen die vielen Felder, Reh sagt man bei uns, Ra, Reh, Rein, Ranger. Range. Da ist das Wort Rinnen, Renn, drinnen, wo das Wasser abrinnt. Das deutsche Wort Rinnen ist direkt aus dem Kümmerischen hier abgeleitet. Diese Mauer da drüben hieß auch Rinnmauer, da ist sie überliefert. Hier ist es nicht überliefert. Also scheint der Verdacht gar nicht so dumm zu sein, dass es hier um das zu viele Wasser von oben ging, dass es abfließen konnte. Im Übrigen hat Wasser immer auch mit dem Mond zu tun, mit dem Weiblichen. Und wenn es ein Mondheiligtum, eine Mondobservationsstation war, dann haben die sicher mit Wasser und dem Mond zu tun gehabt. Aber hier nicht. Hier war mit Feuer zu tun, mit dem Schmelzofen, der Hehl, wo unser Wort Hülle draus geworden ist. Die hatten dieselbe Lehre, Hermes, dieselbe Lehre von der Hölle, nur umgekehrt. In der Hölle wirst du gereinigt. Das ist dann im Christentum im 9. Jahrhundert als Fechefeuer aufgekommen. Aus dem Buddhismus rüber. Nicht von Ägypten oder Griechenland oder von da unten oder aus dem Nordgermanischen. Die Hölle beim Hermes war der Ofen, wo bei der Mutter, die wieder das Leben schafft, deine Seele gereinigt wird. Und dann kommst du wieder auf die Welt gereinigt und geläutert. In der christlichen Hölle bleiben die Menschen ja auf Ewigkeit. Man muss sich einmal die Umkehrung vorstellen. Du findest in allen Details diese Religion umgedreht. Es ist erstaunenswert, was die Alten wussten und wie human die Alten waren. Also Kindern macht die Lehre von der Hölle Angst. Und ich weiß, in München ist eine Katechetin entlassen worden. Ich möchte sagen, zu Recht, weil sie den Kindern mit der Hölle, mit der Höllenbein Angst gemacht hat. So kann man keine Kinder erziehen. Das ist heute in der Kirche ja auch nicht mehr. Also in den Kirchen, die die Hölle als Glaubensinhalt lehren, das sind ja auch nicht alle christlich. Bei weitem nicht alle Christen. Die Hölle lehren, die machen heute auch nicht mehr Angst damit. Aber immer wieder kommt einmal so ein Ding durch. Der auf den Kopf gestellte Hermeskult oder Erdmutterkult. Die Dinge sind interessant. Verzeihen Sie mir's, ich muss hier abbrechen, denn wir haben schon 2 Uhr und haben noch viel zu sehen. Vor allem wunderschöne Bäume. Und zu fühlen. Nicht vergessen.